Der Kampf um die US-Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern ist jetzt nur noch ein Zweikampf. Der einstige Hoffnungsträger, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat das Handtuch geworfen, wird keine Kandidatur mehr anstreben. Dafür will er jetzt Donald Trump unterstützen. Der wiederum dürfte von der Unterstützung weiter profitieren. Für die Republikaner jetzt noch im Rennen ist Nikki Haley. Damit kommt es bei der anstehenden Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire zu einem Duell zwischen Trump und Haley, der einstigen Gouverneurin von South Carolina. Lange Warteschlangen. Trump hat sich angesagt in Rochester, New Hampshire. Es ist kalt, minus 10 Grad. Die Fans harren Stunden aus. Doch dann ist plötzlich Schluss. Saal voll. Niemand kommt mehr rein. Die Stimmung trotzdem gut. Wir stehen hier seit 3 Stunden. Sind Sie enttäuscht, frage ich. Nein. Warum? Es macht trotzdem Spaß. Wir sind alle begeistert. Es läuft super, ganz sicher. Drinnen lässt sich Trump huldigen. Ron DeSantis, sein Ex-Konkurrent, hat offiziell kurz zuvor Trumps Ring geküsst. Er wurde vom Platz gefegt. Ich beende meine Kampagne. Es ist klar, dass die Mehrheit der Republikaner Donald Trump wollen. Er hat meine Unterstützung. Und Trump, der keine Gelegenheit ausgelassen hatte, DeSantis zu verhöhnen und zu beleidigen, gibt sich großherzig. Er unterstützt mich, das schätze ich. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten, um den krummen Joe Biden zu schlagen. Jetzt bleibt nur noch sie, Nikki Haley. Bei ihren Events wartet aber niemand in der Kälte. Und auf den letzten Metern gehen ihre Umfragen in den Keller. Trump ist ihr wieder enteilt. Selbst die gut gebildeten Republikaner mit Hochschulabschluss laufen mit fliegenden Fahnen über. Im November 22 lehnten ihn in dieser Gruppe 76% ab. Jetzt finden ihn schon wieder 60% klasse. Eine radikale Wende. Schon wird gescherzt. Wenn kein Meteorit ihn erschlägt, dürfte Trump die Kandidatur nicht mehr zu nehmen sein. Michael Wöhnweber in New Hampshire, da steht ja letztendlich das nächste Rennen, wenn man so will, an. Aber ist es das überhaupt noch? Ist das Rennen für Nikki Haley nicht bereits gelaufen? Uneinholbar vorn Donald Trump. Macht das also noch Sinn, gegen ihn anzutreten? Naja, Sinn macht es vielleicht ja schon auch jetzt, also ähnlich wie Ron DeSantis, das Handtuch zu werfen. Das steht natürlich jetzt nicht Nikki Haley sicherlich zu, aber tatsächlich, die Umfragen haben sich doch negativ entwickelt. Vor einer Woche hatte man noch den Eindruck gehabt, dass sie in Schlagdistanz gewesen ist, und jetzt allerdings täglich bröckelte die Zustimmung für sie immer weiter, und Donald Trump enteilt ihr. Jetzt sind es schon wieder 15 Prozentpunkte. Sie versucht zwar mit einem ganz harten Kurs jetzt gegen Donald Trump noch einmal zu punkten, zweifelt ja seine geistige Fitness an und sagte dann noch heute, die bessere Frau, sie wird gewinnen. Aber natürlich wird das jetzt tatsächlich ganz, ganz schwer werden für Nikki Haley. Also ich glaube da nicht mehr so richtig dran, dass da tatsächlich noch etwas zu machen ist. Wenn man nämlich das auch sieht, die Begeisterung für Donald Trump, dass die Menschen tatsächlich anstehen für Stunden, all das gibt es bei Nikki Haley nicht. Und die Wähler von Nikki Haley eigentlich, die sind nicht in erster Linie für Nikki Haley, sondern gegen Donald Trump. Bei Donald Trump sieht das ganz anders aus. Die auf diese Veranstaltungen gehen, das sind doch zu 90%, 100%ige Fans. Also das ist eine ganz andere Art von Unterstützung. Und man sieht das auch hier in den, bei den Kommentaren in den USA. Also man gibt Nikki Haley eigentlich keine Chance mehr. Michael Wöhnweber, recht vielen Dank nach New Hampshire. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.